Politiker so tun, als gänze Deutschland kein Problem mit Rechtsradikalismus und die das alle runterspielen, sondern zweifelsfall dann halt in Seehofer'scher Manier immer noch andere Sprüche von sich drücken, wo man sich eigentlich so als normaler Mensch überlegt, sag mal, geht's noch? Hat der einen Schuss gehört? Was für eine Rassistenkacke gibt der da von sich? Und all diese ganzen Normalitäten im deutschen Alltag sind halt in dem Stück Goldene Scheiße schon 93 von mir besungen worden und sie sind leider Gottes immer noch unfassbar aktuell. Seid ihr bereit fürs Goldene Stück Scheiße? Dann singen wir uns. Ihr fetten Schweine, ihr sitzt in Berlin und lasst es euch gut gehen. Während all die Menschen, die euch glauben, vor die Hunde gehen. Ihr habt sie belogen und seid dabei nicht mal rot geworden. Ihr habt damit Schuld am Hass, an der Gewalt und an den Morden. Und wenn jetzt die braunen Nazi-Mut gegen Minderheit fetzt, dies für Öl ins Feuer und Geld nach Gott, das Grundgesetz. Und der kleine Politiker, der einen Brandsatz in der Hand, will sie das legitime Lenker seines Vaterland. Das goldene Stück Scheiße geht an euch, denn ihr habt es ja nicht verdient. Du hast die andere Möglichkeit und deshalb sollt ihr es auch haben. Das goldene Stück Scheiße geht an euch. Ich heule! Und hast manchen Flugplatz auf der Welt geküsst. Jedes Jahr auf seinem Open Air am Petersplatz hast du meinen Superspruch gewusst. Du kannst deine Liebe aus dem Kopf und weißt, dass er noch steht. Das war wie so meine Sinne und deshalb nicht erlaubt. Und noch immer sterben Kinder, weil sie nichts zu fressen haben. Doch wer dir denn nicht an deine Lüge glaubt? Und auch an mich, denn wir sammeln hier